Hi, wir sind heute hier auf Business Marketing und heute frage ich mal die Leute, welche Unternehmen überhaupt schon LinkedIn nutzen, ob organisch oder paid. Ich bin mal gespannt, wie viele überhaupt LinkedIn-Ads schon auf dem Schirm haben. Mein Name ist Norbert Nagy, auch Mitgründer, Mitgeschäftsführer von der Firma Social Natives GmbH. Und wir sind Personalmarketingagentur und wir helfen Mittelständler dabei, qualifizierende Fachkräfte zu bekommen über die neuen Medien. Also genau da, wo die passive Leute sind, weil wie man das bewusst ist, die guten Leute sind unter Vertrag, muss man überlegen, wann diese Leute bekommt. Nutzt ihr schon LinkedIn? Yes, wir nutzen da LinkedIn auch für Content-Marketing, wir schalten da auch Ads und bewerben auch unsere Webinare. LinkedIn ist auf jeden Fall sehr mächtig, weil die Geschäftsführer ja da sind und unsere Zielgruppe auch Personaler, Marketingleute. Also funktioniert sehr, sehr gut, aber es geht immer besser. Ne? Und da sollte man zum Experten gehen wie euch. Ne? Von daher sollte man auf jeden Fall das nutzen. Ich bin Dominik Wiss, Inhaber und Geschäftsführer bei SalesPower. Und wir machen zum einen Zahlungsabwicklung und das nachgelagerte Accounting und auf der anderen Seite Consulting im Bereich Skalierung und Systeme, Prozesse. Nutzt ihr aktiv schon LinkedIn? Ja, vor allen Dingen, ich fokussiere mich auf LinkedIn. LinkedIn ist die Plattform, die halt ziemlich gut funktioniert, wenn du halt in diesem etwas größeren B2B-Geschäft oder in dem etwas mittelständischeren Bereich unterwegs bist. Definitiv mega empfehlenswert, weil die Qualität ist extrem hoch, die Leads, die man da rausbekommt. Und ja, absolut geil. Ich bin Marcel Knopf, seit über 15 Jahren Teil der Online-Marketing-Szene, Veranstalter von Business Marketing, da sind wir gerade. Ich bin zufrieden, wenn die Leute zufrieden sind, die Leute sind alle happy, pumped. Wir haben die größte Messe, die wir je hatten, auch die professionellste, die wir je hatten. Es ist ja mein Ziel als Veranstalter, dass ich für die Leute die Informationen auf die Bühne hole, von denen ich glaube, sie sind mega wichtig. Es hat also einen Grund, warum ich dich heute auf die Bühne hole, weil ich glaube, dass LinkedIn mega wichtig ist und ich finde das beeindruckend, was du aufgebaut hast, was du mit Albert gemeint hast, was ihr aufgebaut habt mit eurer Firma. Ich glaube, ihr seid da ja, die Nummer eins in dem ganzen Segment und deswegen freue ich mich, dass ihr darüber redet. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich mit LinkedIn auseinanderzusetzen, vor allem im B2B-Bereich. Gerade Leute, die sonst nicht so gut an ihre Zielgruppe rankommen im Softwarebereich, IT-Dienstleister, die müssen auf LinkedIn setzen, weil es ist einfach der Weg to go. Ich weiß, wenn ich LinkedIn nutzen würde oder jemanden hätte, der mir das Ganze unterstützt, weil am Schluss habe ich auch keine Zeit, mich darum zu kümmern, werde ich garantiert erfolgreich und auch gerne da auch auf jeden Fall auch 10x gehen. LinkedIn halte ich für eine große Goldgrube, nur die wenigsten nutzen das, die wenigsten wissen halt, wie man die Zielgruppe dort gut anspricht, wie man das überhaupt strategisch macht. Und da lohnt sich halt gerade, wenn man eine sehr gute Lead-Qualität hat, also wir schalten da auch Ads und merken halt, die Leads sind dann vielleicht ein bisschen teurer in dem Sinne, aber ist ja Quatsch, wenn ich eine gute Customer Lifetime Value habe, kann ich damit viel reißen. Das lohnt sich, darauf zu setzen.